Hallo und herzlich willkommen zurück in Nilumbra. Ihr seht schon, ich drehe mal kurz den. You are born. You are born. You are born. Ich drehe mal nochmal ein bisschen hier runter, dass man noch ein bisschen schöner den Erzähler raushört. Und dann sehen wir uns den Vulkan mal genauer an. You are in the volcano fields, a burning land of fire and magma. A dangerous and inhospitable place, where not even the hardest stones can prevail. Here is another color. The burning spirit of flames lie within the red color. Widerspiele, die Farben benutzt und alles, das ist doch. Man muss es einfach mögen, man muss es wirklich einfach mögen. You can step on red, but don't stay there for too long. Ja, muss man mal kurz Pause machen von der ganzen Lava. Springt nur irgendwie andauernd runter. Zack. Die kurze Lava-Pause, ne? Morgens 9:30 in Deutschland. Muss man erstmal Lava-Pause machen, ne? Man kann das ja nicht den ganzen Tag durchhalten. This place is as hot as hell. There it is, the flower. Now go and get it, somehow. Wenn er an der Wand hängt, dann ist er nicht mehr gefährlich für mich. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber jetzt können wir uns unsere rote Blume. War eine Mischung aus Blume und Flower. Eine Flume. Holen wir uns die rote Flume. More colors. More power. Every time you obtain a new ability, you temporarily forget about your problems and about your guilt. Now you have learned how to harm your enemies. Not harmless anymore. They will never underestimate you again. Red colors enrage the fireflies. They will cast more light. It may prove useful in the future. Fire is not only for killing. Sometimes it can be constructive. You must go back to the volcano. Harness the power of fire and bring death to your enemies. Ja, und damit sind wir auch in der Lage, unsere Feinde zu töten.
Ihr seht es gerade. Es dauert eine Weile, also man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht so von jetzt auf gleich geht, aber das ist schon mal ein guter Verteidigungsmechanismus jetzt gegen die Void-Kreaturen hier. Und ja, wie gesagt, das Spiel gefällt mir wirklich gut. Was man hier aber auch eben alles mit Kreaturen töten kann, ist schon gut. You feel invincible. But do not let your guard down. Ja, damit hat man jetzt ein Instrument, in dem man dann eben doch zurückschlagen kann. Be careful. This place is very dark. Those fireflies create some light, but there must be a way to make them brighter. Seht auch, meine Farbe war langsam zu Neige gegangen. Das kann ein bisschen suboptimal sein manchmal. Muss man eben immer aufpassen, dass man sich seine Farben wieder mitnimmt. Weil sonst eben passieren kann, dass man keine hat. Bin ich. Ja, wirklich schwierig ist das Spiel eben allerdings nicht, aber es gibt später noch Areale, die sind schwierig. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man kommt in die Areale eventuell nochmal rein. Und dann ist man wirklich darauf angewiesen, alle Farben zu benutzen, die man hat. Ein Schneckmark. That was Klymeth, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. Oops. That was Klymeth, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. Ja, auf diese Klymeth muss man wirklich aufpassen. Die sind wirklich... die können wirklich eine Bedrohung werden, wenn man eben nicht aufpasst. Dead End. Ja, man kann aber auch dafür sorgen, dass diese Viecher für einen arbeiten. Das ist auch eine wundervolle Sache. There is no way to fight the Klymeths. They have no weaknesses at all. These cannons react with red color. Da ist schon wieder ein Klymeth. Ich weiß gar nicht, ob man die mit den roten Kanonen töten kann. Kann man. Ist gut. Anscheinend haben sie doch eine Schwäche. I guess nobody is invincible.
Danke, Herr Erzähler, genau das, was ich gerade gesagt habe. Your journey goes from cold to heat. This must be the hottest place on Earth. Ich finde es auch schön, dass sie in der Animation beigefügt haben, dass, dass das kleine Männchen hier, das kleine Karlchen, anfängt zu schwitzen. Und ja, die Lava vernichtet auch meine Farbe. Das ist eigentlich ganz gut. Your body feels warm. You may be completed at last. Wie gesagt, ich finde diese Erzählweise und das ganze Spiel wundervoll. Anders kann man es einfach nicht beschreiben. You may be close to the end of your journey. Und ihr seht hier, er fängt an zu schwitzen. Das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Also ich kann wirklich nur jedem Fan von Indies und Plattformern und 2D-Plattformern dieses Spiel einfach empfehlen. Das ist wirklich so ohne Beschränkung. So, und das hier ist einer der Parts, wo ich beim ersten Mal spielen wirklich sehr, sehr lange dran gehangen habe. Jetzt muss ich wieder warten. Hier ist es sehr, sehr wichtig, darauf seine Farben richtig zu benutzen. Es ist wichtig, hier auch genau aufzupassen, wo man die Farben hinsetzt, wo man hinspringt. Das ist hier in dem Bereich alles nicht so einfach. Aber es geht. Ups! Ist ja immer nur so dumm wie ich. Aber das ist ja eine. Zack. Zack. So! Hätten wir das. Na, nicht ganz geschafft, aber so. So halbwegs, ne? Und wie gesagt, ich nehme das jetzt hier auch nur alles auf, weil eben Dark Souls 2 schon so gut wie durch ist mit dem Spiel. Deshalb wollte ich noch mal was anderes nebenbei machen. Deshalb ist es auch nur so ein kleines Projektchen. Und jetzt auch kein größeres Spiel, wo ich mich mehr reinfuchsen müsste, sondern sowas, wo es halt wirklich schnell geht, es durchzuspielen, damit es eben nicht mit anderen Projekten kollidiert. Was nach Dark Souls 2 kommt, habe ich mich noch nicht entschieden. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Sehen wir dann. Another dark cave. Though this time, you won't depend on anyone. You are your own light. Ja, alle tot. Yay. Ups. Das war ein bisschen mies, fies und gemein. Oh nein, gut, man muss halt
nochmal ein bisschen Schwierigkeit in dieses Spiel reinbauen, ne? Zu einfach wäre ja auch blöde. Flups. Ja, ich kann die sogar auch töten. Das ist ja cool. Dann sind die einzigen hier wieder diese Schneckmarkviecher. Staying on the ground is not safe. Okay, jetzt komme ich da oben nicht mehr dran, das ist nicht gut. So, und diesem Schneckenmark hier auch mal wieder ausgewichen. Ja. Und kann ich den Viechern gar nichts machen. Und der Ausgang der Höhle. Ist das nicht schön? It's coming again. The void is almost here. You know what to do. You can't die now. You must keep living, even if that means destroying this. It's not your fault. It's your curse. You don't want to destroy anything, but you deserve to live. Oops. It's coming again. The void is almost here. You know what to do. You can't die now. You must keep living. It's not your fault. It's your curse. You don't want to destroy anything, but you deserve to live. Wie gesagt, ich liebe diesen Erzähler. Ich finde die Stimme und alles, das passt so wunderbar in dieses. Ups. Das passt so wunderbar einfach nur in dieses dieses Spielgefühl rein. Ich habe wieder ein Achievement bekommen. Ein Feuer-Achievement. Hui, zack. Oh, da ist gar kein Abgrund. Ich dachte, da wäre ein Abgrund. Es sah nach einem Abgrund aus. Tja, gut, dass da keine Stahlkiste drauf stand. Das wäre ein bisschen suboptimal gewesen. Flumps. Prepare to run. Ja, prepare to run, sagst du so schön. Und da bin ich unten an dem Scheißding hängen geblieben. Da war die Kollisionsabfrage etwas zu genau. Aber gut, ne? Lieber eine zu genaue Abfrage als zu ungenau, ne? Und dann hängt man irgendwo in der Luft rum, wo man eigentlich nicht hängen sollte. Die Episode wird jetzt ein bisschen länger, denke ich mal. Ich will halt gerne das Gebiet noch fertig machen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ne? Prepare to run. Komm jetzt nochmal die Lava hoch. Komm nochmal hoch. It happens again. Just like the other times, you must run. Oops. Just like the other times, you must run.
Da war ich schon wie eine Mus. Das Timing hier ist echt etwas blöde. Muss man echt genau aufpassen hier. You will prevail. The lad will perish. Knappes Ding. Remorse. Regret. It's not your fault. You had no choice. Und auch der stolze Vulkan musste unserem Willen zu leben weichen. Das ist schon traurig, ne? Das ist schon traurig. Und jetzt seht ihr auch das letzte Gebiet im Spiel. Die Stadt. Und diese Stadt erkunden wir in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.